Hallo, herzlich willkommen bei Energie Cottbus. Das sind die heiligen Hallen, wo sich die erste Mannschaft von Energie Cottbus sich umzieht, wo eigentlich das tägliche Training vorbereitet wird, wo man sich umzieht und wo alles besprochen wird, Trainingsinhalte oder die Spielvorbereitung. Und das ist praktisch hier auch unser Trainingstrakt ist, wo wir uns für das Training umziehen, beziehungsweise auch fürs Spiel, was ja nicht so üblich ist. Und ja, ich denke, das ist eine gemütliche Atmosphäre. Wir haben, glaube ich, über 30 Spieler aufgeteilt hier in dem Raum. Und ich denke, das haben wir ganz ordentlich eingeräumt, auch wenn es momentan ein bisschen chaotisch aussieht. Aber in der Regel sieht das einmal ganz vernünftig aus. Das ist mein Platz hier, wo ein bisschen mehr liegt als so die Trainingssachen und wo man vielleicht sich ab und zu mal umziehen kann. Ja, ich denke, es ist eine gute Reihe hat mit Markus Prenzka und Adam Strait zusammen, wo wir, glaube ich, gute Nachbarn bilden und es macht viel Spaß hier in der Kabine. Hier sieht man jeweils von den Spielern die Trainingsschuhe bzw. Spielschuhe, die sind alle nummeriert. Ja? Jeder hat ja seine eigene Nummer und das ist meistens die Rückennummer und ist auch die Nummer für die Schuhe. Ja? Ist alles nummeriert und bei mir ist es hier Nummer 17, habt ihr eigentlich nicht so viele Schuhe wie unsere Jungspieler, die haben dann immer jedes Modell, jede Farbe. Ich bin dann mehr oder weniger ein bisschen bescheiden und so sieht das aus. Hier weiter geht's dann die Duschkabinen. Ja, ich kann das mal zeigen, hier ist meistens immer die Duschkabinen für den Trainer oder für den Trainerstab mehr oder weniger. Es sind nicht so viele, sind auch nicht so viele Leute, ja. Und hier hast du halt, einmal hier oben und einmal unten jeweils Duschkabinen mit Toiletten, WC, alles etc. Wo wir dann praktisch nach dem stressigen Arbeitsalltag duschen können. Ja, und hier drüben ist nochmal das Gleiche. Zusätzlich nochmal, wenn die Schuhe geputzt werden, ja, hat man so einen Trockner, wo man die Schuhe aufhängt, dass sie am nächsten Tag wieder trocken sind. Ist auch ganz praktisch. Ja. Und dann für unsere Wäschefrau genug Waschpulver, wo natürlich dann täglich nur die Trainingsklamotten bzw. Spielklamotten dann auch gewaschen werden. Ja.